Nova strapaziert mein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu dem Sepho und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Vogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Gut, und setz dich, Junge, wir landen gleich. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Jedi Fallen Order. Da war ich wieder ein roter Punkt. Ich weiß nicht, ob das eine Andeutung war. Aber ich glaube nicht. Gut. Stimmt, der Saw ist ja jetzt weggegangen, weil hier zu viele Feinde sind, ne? Nochmal weg. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Gut. BD1? Pass auf Cal auf. Okay. Gut. So. Da gibt's auch ein paar neue Sachen. Sehr schön. Oh. Was ist das? Ein Scout? Scout-Helm, oder? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, er war hier. Und dafür werdet ihr alle leiden. Also. So, Thriller, genau, so heißt sie. Letzte Folge wusste ich ja nicht, wie sie heißt. Oder hab's vergessen. Genau, die mag irgendwie die theatralischen Pausen. Joystick und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tafel markiert. Zwischen den Sätzen. Hey. Ich freue mich, dass du sicher bist. Ich konnte leider nicht früher kommen, aber ich habe Kashyyyk nicht aufgegeben. Es ist gefährlich hier. Saw ist schon weg. Die Verluste sind einfach zu hoch. Nein, ohne euch sind die Wookies chancenlos. Nicht ganz. Marie bleibt mit Choysik und Tarful hier, zusammen mit einem Teil der Truppen. Und du? Mein Kind hat bereits einen Elternteil verloren. Hm. Ich kann nicht bleiben. Aber ich und die anderen werden einen Weg finden, für die Sache zu kämpfen. Mach's gut, Marianna. Marie sagt, ihr wurdet überrannt. Ich ahnte nicht, dass es so schlimm würde. Mit dem Imperium ist es immer so schlimm. Aber noch hast du eine Chance, alles zu meistern. Was hubbelt die denn die ganze Zeit so rum? Du hast schon so viel getan. Danke, Cal. Oh ja, ich habe wirklich viel getan. Erstmal die Frisur richten. Gut! Aufzug oder darunter? Ja, da unten gibt's nichts mehr. Gut. Dann los geht's. Los geht's. Dass die immer alle so Strom-Kurzschluss spucken, Dings da. Hier sind wir. Das kennen wir ja. Ja, brennt immer noch alles, ne? Aufzug. Ich habe unsere Zielperson. Behaltet ihn im Auge.
Ui. Hilf mir, BD! Du kannst uns nicht alle aufhalten! Ich hab einen Fehler gemacht! Ui. Erlege Ziel! Werf fein rüber, BD1! Lass sie bezahlen! Hey, BD! Hier oben! Ja, komm, um die Ecke, ne? Er bewegt sich! Nein! Hierher, BD! Hilf mir bitte! Granate, komm! BD. Wir kriegen dich schon. Ich bin getroffen. Ja, aber noch. Ziel getroffen. Ich ziele. Du machst mir keine Sorgen. Jetzt spring halt da runter. Nicht nachlassen. Brenngranate unterwegs. Er weicht aus. Ja. Auf ihn! Ich schieße jetzt! Du wirst nichts überleben! Boah. Die sind heftig. Vor allem, wenn es halt, wenn die auf beiden Seiten stehen. Das ist heftig. Aber ja, ich habe mich ziemlich dämlich angestellt. Aber cool, dass jetzt Bounty Hunters auf uns drauf sind. Oh nein. Ja, okay. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal mit dir reden. Danke. Hä? Ach so. Krass. Okay. Gut. So. Also der eine hat einen Aufladen. Nee, beide haben aufladende Schüsse, ne? Beide haben aufladende Schüsse und diesen Schildstoß da. Wo sind die? Heißt es, dass die jetzt nicht mehr da sind, weil ich verkackt habe? Da ist noch eine Tür. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das auch geht. Okay, quasi, dass man verkackt und dann hat man wirklich verkackt. Cal, hörst du mich? Ich habe deine Funkfrequenz von Seer. Marie, bist du okay? Mir geht's gut, aber zu vielen anderen nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Hat sie. Bin unterwegs. Gut. Wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Stimmt doch gar nicht. Wo geht's denn da hin? Ah, da geht's wirklich dahin, wo ich hin muss.
Der Ding jetzt gekickt. Ja, super. Oder die Spinne. Das war meine XP. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, aber ich glaube, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Ja, wir brauchen 3 für das Lichtschwert werfen. Rüber. Da drüben. Ah, die rote. Zeit geortet. Bloß nicht die nächsten. Ziehe mich zurück. Ich hab ihn erwischt. Der ist echt schnell. Hey, ich bewege. Das war's. Ich bin geliefert. Au. Wow. Hilfst du mir mal, BD? Gute Arbeit. Nee, gar nicht. Wo gehst du hin? Komm schon, BD. Hä? Der ist gerade weggehüpft. Ach. Kannst du da einbrechen? Ich wusste, dass du da reinspringst. Zeig mal, was du gefunden hast. Lichtschwert und nochmal Lichtschwert. Ah. Okay, der ist geil. Der ist cool. Dann Mantis wird dann auch so. Poncho wird dann so. Ja, wobei wir sind wieder im Dschungel. Passt es. So. Und jetzt können wir. Ja, das. Das ist ein Aufzug. Rechts von uns. Ja, nee, wir gehen jetzt zur Hauptmission. Warte hier, ruh mal aus. Dann sind zwar hier alle wieder da, aber ja, ist ja easy. Stimmt, jetzt sind wir alle gut. Ich brauche etwas Zeit.
Mach den Trap. Genau, ja, stimmt jetzt. Stimmt, BD. Wie konntest du sie alle erledigen? Hier oben. Sehen wir uns das mal an. Ja, jetzt haben wir wieder nur noch vier. Aber ja, okay. Gute Arbeit. Na, greife von hinten an, wenn die Kreatur von einer anderen Beute abgelenkt wird. Pariere seine Ausfallangriff, um es schnell auszuschalten. Gut, können wir ja mal probieren. Wobei schnell, also das Parieren fällt mir ja sehr not. Wieso ist da... Ja, ich habe genau das gleiche gedrückt wie gerade eben. Na? Hab hier einen Eindringling! Wer bewegt sich? Ich brauche Hilfe. Na los, holen wir ihn uns! Roger! Rückt endlich vor! Was für ein Arsch. Rückt endlich vor. Zum Glück hat es ausgereicht, dass er nicht... Ja. Er ist nicht gerannt. Ich ruhe mich nochmal aus. Da gibt's hier mehr zu tun und sowas. Aber, ja geil, da muss ich gar nicht hin. Hier muss ich ja gar nicht hin. Jedi, Information! Okay. Komm schon, auf ihn! Ne? Ich kann ihn besiegen. Komm und kämpf mit uns! Macht ihn fertig! Fertig endlich! So, warte, wo muss ich denn hin? Ich muss nach oben. Aber wie komme ich nach oben? Das glaube ich jetzt wirklich aus oben gehen, oder? Quasi hier hoch und da rüber und ich habe völlig umsonst hier nochmal alles aufgeräumt. Ja. Irritiert es immer noch, dass hier jetzt die Kopfgeldjäger wechseln. Ich hätte die besiegen können. Voll gut besiegen können und so. So, es ist nur ein Kreis, okay. Alles klar.
ist das? Oh, hi. Na, dann hack mal. Erledigt. Wie erledigt? Da ist gar nichts immer. Da war wirklich was drin. Leidenschaft und Stück. Wieder normal. Ja, fast normal. Wo muss ich denn... Ah. Achso, okay. Wieso ist hier jetzt so theatralische Musik? Wegen dem Baum? Weil wir dem Baum näher kommen? Oder irgendwas anderes? Ich weiß, wir müssen nach da. Bleib bei mir, BD. Die sehen schnell aus. Mal schauen. Wie geht's nach da? Ach nee, oder? Ach krass, hier kann ich, cool. Also schade, dass wir kein Secret oder so gefunden haben, aber cool, dass es hier auch entlang geht. Oh, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Also jetzt sicher noch nicht. Vielleicht von der anderen Seite? Nein, das sieht man ja nicht. Achso. Der ist tanky. Ne? What? Lass mal sehen. Mykal. Achte auf Angriffe von oben und nutze die Chance zum Gegenangriff, wenn du sie parierst. Verkürze die Distanz, indem du sie mit der Macht zu dir ziehst. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. So, alles voller fetter Segen. Krass. Ja. Kann ich den Stim kriegen, BD? Gute Arbeit. Ah, hier ist ein Safe Point. Gut. Dann ruhe ich mich nochmal aus. Weil die anderen Viecher sind ja jetzt egal. Ziel gefunden! Hallo! Jemand sollte ihn fangen! Haltet ihn im Visier! Er flieht! Er ist getroffen! Feuere! Es geht los! Holt euch das Ziel! Wisst ihr, das ist ziemlich bleibt an ihm dran! Dumm, was ihr gerade macht. Deswegen. Das war unser letzter Schütze. Ich werde dich erledigen! Wo steckst du? Kann ich den noch mal pushen? Ich sehe dich. Aber komisch, dass die also, die können halt anscheinend nicht rutschen. Aber... Interessant.
Dancen einfach so unter dem. Ja, aber ich wollte nicht springen. Ein Stim-BD? Ja, ganz praktisch. Mal schauen, was hier drin ist. Ah, eine Kiste. Da muss ich ja jetzt auch denken. Willst du nachsehen? Der bewacht die ganze Zeit. Was ist das, BD? Ja, keine Ahnung, was er da bewacht. Achso, von der anderen Seite, ja. Ja, da kommt so ein Jedi. Und ja, geht einfach weg. Entschuldigung. So. Ich sehe dich, Jedi. Du entkommst mir nicht. Mhm. Das war geil. Das war richtig gut. Das war richtig geil. Also quasi stunnen und dann den aufgeladenen Schuss. Das war echt cool. Also clever. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Wirklich großartig, BD. Das ist einfach. Oh, Entschuldigung. Wolltest du den noch scannen? Ja. Sehen wir nach. Okay, Auslöschungstruppler, Kommandeur. Gefährlich aus der Distanz, versuche den Abstand schnell zu verringern. Weiche Schockgranaten aus oder setze sie gegen... Gemacht. Ja. Hey, BD, gehen wir. Quasi wieder mit Machtschub. Marie, so. Bist du da? Ich bin bei den Schattenlanden, bei einem Kampfläuferwrack. Den konnte Thor bei der Flucht ausschalten. Ist er bei dir? Nein, nicht mehr. Wir reden darüber, wenn du da bist. Ah. Ich weiß, ich krieg das hin. Immer noch sicher? Ja. Was ist das? Ein K. Also, hell. Du hast doch gerade ge. Egal. Hat der ADD auch als imperialer Kampfläufer bekannt? Alteran Armored Transport. Geil. Jetzt weiß ich auch, was AT-AT heißt. Ist das Rückgrat der gepanzerten Angriffsdivision des Imperiums. Der vierbeinige Multitruppentransporter wurde bei offensiven schweren Bodentruppen eingesetzt und diente in erster Linie der Neutralisierung von Ausständigen und der Durchsetzung der imperialen Besetzung in allen Teilen der Galaxis. AT-ATs verfügen über bemerkenswerte Angriffssysteme wie schwere am Kinn angebrachten Langstrecken Blasterkanonen, seitliche montierte Kanonen und ein überdurchschnittliche, undurchdringliche Panzerung. Sehr schön. Boah. Hilfst du mir mal, BD? Hilf mir bitte! Ah, geil, jetzt. Der macht es auch. Wir fallen rüber, BD1! Schaltet ihn aus! Ich konnte mich zurückziehen!
Schaltet ihn auf! Ja, jetzt habe ich alle vier erwischt. So, gut. Schon schade. Also hier so die Behausungen zu sehen und ja, alles tot. Vor allem in Kashyyyk hat ja die Republik gewonnen, ne? Ist das so gewonnen? Ja. Auf jeden Fall gehen wir erstmal dahin. Genau, die hat ja die Druidenarmee zurückgeschlagen. Und dann kam Order 66. Tja, ja. Ja, und los geht's. Was ist das, BD? Wieder Lichtschwert. Hui, Flatsch. Hin. Ich schwimme mal überall irgendwie hin und schau, ob ich auch hier lang komme. Cool. Nein, da ist ein... Du musst das einfach wissen, stimmt's? Oder Wookie. Zeig mal, was du gefunden hast. Oh. Hier komme ich nicht rein, wahrscheinlich. Dann geht's da hoch. Da geht's ja quasi dann wieder zurück, wahrscheinlich. Schau mal. Ah. Du hast das drauf. Okay, BD. Was ist es? Noch ein Poncho. Warte. Wir ziehen uns mal. Nee. Das sieht so doof aus. Gut. Ja, hier geht's dann einfach wieder zurück. Ah, okay, alles klar. Gecheckt. Hui. Hui. Und speichern. Was tun? Zwei Fähigkeitspunkte ist einer zu wenig. Rückzug der Partisanen. Die Partisanen mussten fliehen, das Imperium hat sie in die Schattenlande zurückgedrängt. Ich hoffe, sie haben es geschafft. Ja, okay. Ah, das war so weit. Haha. Es riecht nach... Was ist das? Okay, ich glaube, das sind Schattenlande und das sieht aus wie eine fleischfressende Pflanze. Das sind ja noch mehr. Achso, der lebt noch.
Hi. Wie ich da, wie er da einfach steht. Also, der geil so. Dein Fluchtversuch ist ziellos. Ich glaube, ich töte ihn einfach, weil nach unten zu stoßen wäre einfach nur brutal. Das wär, vor allen Dingen, wenn er das überleben würde. Ja. Diese Dinger imitieren Gerüche als Falle? Drachenfalle, Pflanze. Lichtschwerter kann durch Kiefer schneiden. Wenn du gefangen bist, können dir Stärke und Kreativität das Leben retten. Das erklärt den Yoghurtbeerengeruch. Ziemlich gruselig. Okay. Wo muss ich denn hin? Da geht's halt auch nach oben. Ja, jetzt zieh weg. War sogar geplant. Keine Diskussion. Nur wenn wir Kashyyyk verlassen, können wir überleben. Ich lasse die Wookies nicht im Stich. Ich nehme alle Kämpfer mit, die bleiben wollen. Dann werden sie zurückgelassen. Truppen abrücken! Los! Wir werden Tafuul finden. Tja, wer hatte recht? Da bleiben wir und kämpfen oder. Oder. Jetzt. Kann ich da hoch? Ich glaube nicht. Nee, das war nicht zum Klettern. Also wie weit können die denn gehen? Na egal. Hab's erledigt! Ziehen und... Wie hat er mich gesehen? Bleib sofort stehen! Feiger Schwächling! Du besiegst mich nicht! Deine Entschlossenheit wird dich nicht retten! Du bist der Verräter. So zerbrechlich. Stirb. Du wirst sterben, wie der Rest. Hilfst du mir mal, Freddy? Ja, flieh nur, du Feigling. Aber verdammt, dafür habe ich jetzt keine Skills bekommen. Ne? Fähigkeitspunkte. Oh, verdammt. Ich dachte, das wäre echt clever. Aber war es dann am Schluss ja doch nicht. Schade. Das sieht ein bisschen zerbrechlich aus. War anscheinend so gedacht, dass ich hier rein muss. Geht weg. Hi. Nein.
Folgst du mir mal bitte? Oh, ich hab doch Ziegel. Ein Stim, Baby. Komm, ich schubst dich da runter. Oder doch nicht. Gut. Geht's dir gut, BD? Freut mich. Unsere Endstelle muss halten. An alle! Rückzug! Wir geben euch Deckung! Hinterhalt auf Partisanen. Hier saßen die Partisanen in der Falle. Schließlich wurden sie überrannt und mussten sich zurückziehen. Dabei erlitten sie schwere Verluste. Einen schweren Verlust. Muss ich? Achso, Wand. Also doch. Hast du so einen Ort schon mal gesehen? Ich auch nicht. Was sind das für Bubble, Blubber, Bubbleblub Dinger? Ha. Naja, speichern. Wieder ausruhen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir werden dann das nächste Mal schauen, wie es weitergeht. Aber wahrscheinlich sind es so Springdinger. Könnte ich mir vorstellen. Gut, dann. Ja. Bis dahin. Hier ist nichts. Gut. Ja, bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.